Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzi Folge und heute habe ich Shrek Fairy Tale Freakdown uns herausgesucht und zwar habe ich mal so ein bisschen geguckt, was für miese Spiele es für den Game Boy Color gibt, weil das System habe ich ja bisher nicht ganz so weit irgendwie bearbeitet, nenne ich es mal, und da wurde immer wieder dieses Spiel ja erwähnt und seltsamerweise ist das wirklich sehr seltsam. ihr merkt schon, mir fehlen die Worte. Und zwar Shrek, klar, kennt jeder den Kinofilm, beziehungsweise die Kinofilmreihe, sehr populär. Animationsfilme, die wirklich ein ziemlich großes Franchise irgendwie gestartet haben. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wie viele Filme es da gibt, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele. Und da dachte man sich natürlich, hey, das vermarkten wir als Game Boy Color Spiel. Und es ist wohl ein Fighting Game draus geworden, was sich so ein bisschen gar nicht so wirklich anbietet, finde ich. Klar, in den Filmen wird auch mal gekämpft, aber das ist doch gar nicht so unbedingt so der Hauptfokus. Also, auch die Grafik hier, also wie böse das Shrek schon guckt, wie das auf edgy gemacht wurde. Das finde ich echt seltsam. Oh, ich nehme mal hier den Wolf. Ne? Dann gucken wir mal, wie sich das Ganze spielt. Also, Wolf geht. Oh Gott. Also. Die Grafik ist. Oh Gott! Ja, also, ne? Dasselbe gilt natürlich auch mal, was ich denn auf den normalen Game Boy sage. Und zwar, dass dieses Thema mit ihren zwei Knöpfen und sowas natürlich jetzt einfach nicht für dieses Genre irgendwie gemacht sind. Weil man darf ja nicht vergessen. Okay, ich bin gestorben. Man darf ja nicht vergessen, wenn man sich zum Beispiel Super Street Fighter 2 Turbo auf den Super Nintendo anschaut, das nimmt ja wirklich alle 6 Tasten, die da zur Verfügung sind, um irgendwelche Schläge zu machen und so weiter. Plus natürlich ist es eher relativ schnelles Gameplay und da ist ja der Game Boy nicht berühmt. Aber ich frage mich gerade, also selbst die Grafik, ich habe ja schon so einige Spiele des Genres auf dem normalen Gameboy gespielt und da ist es teilweise echt wesentlich besser gelungen. Wenn man sich so ein bisschen zum Beispiel Street Fighter anschaut, da habt ihr relativ große Sprites oder Raging Fighter, was auch ein relativ gutes Fighting Game ist, oder auch das erste Mortal Kombat, was jetzt nicht komplett Mist ist wie die anderen Teile, aber selbst die haben es wirklich vernünftig hinbekommen, relativ große Sprites, natürlich, ne, wie auch hier, ist natürlich entsprechende Abschläge in der Qualität, aber okay, Pinocchio macht natürlich hier mit seiner Nase-Attacke, das ist natürlich relativ kreativ, so ein bisschen Dorsim-mäßig, ne? Also ihr merkt schon, ich bin kein Experte, was das Genre angeht, aber irgendwie ist die ganze Arbeit so in diese Zwischenscreens irgendwie reingeraten, habe ich das Gefühl. Sehr seltsam. Also ich weiß nicht. Zack, zack, zack. Also, das Spiel ist so, fühlt sich so an, wie es aussieht. Sperrig, langsam und echt seltsam. Vielleicht ist es auch einfach jetzt nicht der richtige Kampfcharakter, den ich hier ausgewählt habe für mich. Aber also es kann schlagen und schlagen. Also kein Tritt. Oh, wie oft muss ich denn jetzt... Ich verliere gegen ihn. Es ist ja nett, dass man anscheinend viele Continues hat, aber... Boah, ist der Pinocchio... Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich wusste nicht, dass Pinocchio so gut kämpfen kann. Dem will ich jetzt nicht irgendwie begegnen. Okay, ich resette hier das Ganze mal. Und dann schauen wir ganz einfach mal, was so die anderen Kämpfer irgendwie bringen. Aber kapiert ihr, warum gerade das Genre gewählt wurde? Wie man sieht, das ist ja von 2001. Das heißt, da so der große Hype der Fighting Games, was sich jetzt so gefühlt, eher so Mitte der 90er, mit Street Fighter und Co., Virtua Fighter und sowas gab. Ich weiß nicht.
Okay, also man kann anscheinend auch Sachen freischalten. Ach, ich nehme hier meinen Henker. Dann kann bestimmt gut kämpfen. Gucken wir mal. Okay, also die Reihenfolge scheint immer gleich zu sein. Okay. Kann der treten? Ah, der kann treten. Wobei ich mich natürlich auch frage. Also auch das Springen ist, fühlt sich sehr, 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 ich nenne es mal floaty an. Also da blinkt auch irgendwie so ein P, da gibt es wahrscheinlich wirklich noch irgendwelche Power-Moves oder sowas. Wie immer gehe ich natürlich in diese Spiele blind rein, deswegen die ganze Komplexität des Spieles erschließt sich mir meistens nicht. Seht es mal als so eine Art Einsteigerfreundlichkeitstest, weil ganz ehrlich, wenn ein Spiel sich schon so anfühlt, dann hat man da auch nicht wirklich Lust, sich da großartig irgendwie reinzufuchsen. Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Okay, das ist bei jedem Fighting-Game, was ich spiele, da habe ich dann meistens keine Ahnung, was ich mache. Also gefühlt können die Computergegner auch wesentlich schneller laufen, ne? Okay, jetzt habe ich immerhin gewonnen. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder gegen Pinocchio antreten. Gucken wir mal. Musik, gut. Ist jetzt nichts Besonderes, aber... So. Ach so, die wechseln immer die Modi da, ne? Also da war es gerade so ein Renn-Emote. Okay, also immerhin haben sie sich mit den Stages so ein bisschen Mühe gegeben, dass es gerade der Abgrund da ist und ne, der Schornstein und so weiter. Immerhin, aber trotzdem. Also, ich weiß nicht. Auch wenn es nicht Schreck wäre. Ne? Okay, gut, da haben sie hier das DreamWorks-Logo da im Hintergrund. Das ist natürlich ganz sympathisch. Also hier und da haben sie sich ja schon Mühe gegeben mit der Grafik. Aber eher wirklich so gefühlt so die Hintergrundgrafiken und die Zwischengrafiken. Mal gucken, wie hier der nächste ist. Der Kerker, den kämpfe ich wahrscheinlich gegen mich selbst. Oh, nee, gegen... Huch, was ist das denn? Ach, hier, Lebkuchen-Man auf zwei Zuckerstangen als Stelzen, okay? Ich bin echt mit dem Film nicht so firm. Passt das einigermaßen, dass der im Kerker ist? Aber das ist auf jeden Fall agiler, als er aussieht. Ich hätte jetzt im Kerker hier unseren... Gott, den treffe ich ja gar nicht. Also, seht ihr das? Also, da hat doch jetzt gerade irgendwas mit den Hitboxen nicht gestimmt, oder? Ich hab den doch eigentlich getroffen, dachte ich. Ich versuch's nochmal. Ne? Komm hier. Ne? Ne? Zack, zack, zack. Da haut der ständig vor mir ab, der Vogel. Super spannender Kampf, ne? Okay, also irgendwie, ja, es soll hier so ein agiler sein, wahrscheinlich, haha, er sieht eigentlich nicht so aus, aber was soll denn das jetzt, also Spaß macht, wieso treffe ich den denn nicht? Die Hitbox ist bei dem ganz komisch irgendwie, und das ist auch kein spannender Kampf, ne, er rennt ja vor einem weg, also irgendwie ist das komisch gebalanced, also, Ja, meine Fresse. Boah, wie das wäre, der Kampf ist... Ich versuch's auch nicht nochmal. Wirklich interessantes Kuriosum. Es ist wirklich nicht gut, ob es wirklich eins der schlechtesten Spiele ist. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Also das Spielgefühl fühlt sich kacke an. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da muss es doch noch größere Vollkatastrophen irgendwie geben. Aber da wurden wir wahrscheinlich wirklich damals etliche Kinder über den Tisch gezogen, sage ich mal. Aber, naja, haben wir diese Perle auch mal besprochen. Schön, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.